Ist das, was wir täglich erleben, die Wirklichkeit? Wir zweifeln nie daran, und doch durchlaufen wir jede Nacht eine Phase, in der wir die Grenzen dieser Wirklichkeit überschreiten. Wir schlafen, und dabei treffen wir auf die faszinierende Welt der Träume. Träume gehören für mich zum Alltag, zum Menschsein. Und es ist sehr wichtig zu träumen, weil ja jeder Mensch in sich auch kreativ ist, hat sehr viel mit Kreativität zu tun. Und wenn man eine Kunstform ausübt, sind, glaube ich, Träume sehr wichtig, weil sie das wiedergeben, was man fühlt. Schon im antiken Babylon hielt man Träume für etwas Außergewöhnliches. Man baute Traumtempel, um durch diese Vorhersagen für die Zukunft zu treffen. Im späteren Delphi der Griechen dienten Träume demselben Ziel. Bis man eigentlich klärte, was Träume sind und sie zum Thema wissenschaftlicher Untersuchungen wurden, dauerte es eine Weile. Erst im Mittelalter nämlich betrachtete der muslimische Gelehrte Ibn Sirin Träume als psychologisches Phänomen und leitete mit seinem Werk Träume und ihre Interpretationen die fundierte Auseinandersetzung mit diesem Phänomen ein. Bis Freud, wie viele andere Psychologen des 19. Jahrhunderts, Träume als Ausdruck körperlicher Funktionen verstand und die Psychoanalyse begründete. Freud, finde ich, ist ja schon mal ein Pionier da mit dem Unterbewussten. Ich finde es manchmal zu steif oder irgendwie zu fest fermentiert, dass er dann irgendwie sagt, das und das Symbol bedeutet dann das und das. Oder wenn Sie das und das machen, dann bedeutet es Folgendes. So festgelegt würde ich das nicht sehen wollen. Es gibt ja nichts, was nicht schon da ist in uns. Und ich denke, Freud hat das gefunden, was in uns ist. Oder hat sich bemüht, das zu finden. So könnte man es sehen. Ne? Wie es nur im Endeffekt, ob er da nur immer recht gehabt hat, das glaube ich nicht. Freud wurde viel kritisiert und seine Theorien mit der Entdeckung der Rapid Eye Movement, kurz REM-Phasen, in den 60ern auch überfällig. Man vermutete nur noch einen physiologischen Grund für Träume. Warum? Warum sollte Mutter Natur das Gehirn aktivieren, den Körper lähmen, unsere Sexualität anregen und uns dazu zwingen, das Ganze mit anzusehen? So formulierte der Neuropsychologe McNamara die bis heute bestehende Frage nach dem Grund von Träumen. Neurologen halten sie für eine wichtige Körperfunktion, während Psychologen etwas anderes dahinter sehen. Ich glaube, so in meiner therapeutischen Arbeit, sage ich jetzt mal, frage mich als Therapeutin, ist das immer wieder auch wichtig, um Dinge immer noch mal wieder auch durchzuarbeiten. Also, und da finde ich das total spannend, so die Frage so nach diesen, man nennt das lasziven Träumen, also das ist so, dass man sozusagen in den Traum auch reingehen kann und den Traum auch verändern kann. Und da spielt das dann schon richtig auch eine therapeutische Rolle, finde ich. Also ich habe mit Patienten das geschafft oder die haben das geschafft, sozusagen unter meiner Anleitung dann auch Dinge, die sie eben immer wieder geträumt haben, dann wirklich wie so ein Regisseur auch einzugreifen. So dass, wenn Albträume zum Beispiel sind, ne, wenn Leute misshandelt worden sind oder eben so ganz schlimme Szenen immer wieder träumen und dann aufwachen, dass wir dann sozusagen zusammen dann bearbeiten, dass die letztendlich die Regisseure dessen sind und anfangen können, sich dann, wenn sie aufwachen, zu überlegen, wie würde ich denn gerne, dass der Traum weitergeht, dass er gut ausgeht oder dass er für mich, für mein Gefühl auch gut ausgeht. Und das kriegen Menschen auch immer wieder hin, auch dass da auch sozusagen was zu verändern. Sie geben ein gutes Lebensgefühl, Träume. Sie helfen uns im Alltag mit der Realität auch besser fertig zu werden, weil auch Realität manchmal sehr hart und anstrengend sein kann. Im Traum akzeptieren wir die Traumrealität völlig, denn unsere kognitiven Fähigkeiten wie Logik treten zurück und unsere Emotionalität wird verstärkt. Deshalb können wir eine Tür aufmachen und ganz andere Räumlichkeiten vorfinden. Wir steigen in die Szene ein, schauen uns um
aber wundern uns nie über die Inkohärenz der Situation. Auch fliehen wir häufig vor etwas oder jemanden. Wir versuchen wegzulaufen, aber scheinen dem einfach nicht zu entkommen. Entweder ist man zu schwach, um zu fliehen, oder das angsteinflößende Objekt taucht immer wieder auf. Nicht nur, dass Blinde und Tiere träumen, auch entdeckte man eine hohe Anzahl von REM-Phasen bei Babys und Kindern, bei denen sich die neuronale Vernetzung am schnellsten entwickelt. Träume erhalten demnach unser Gedächtnis. Sie erweitern es und helfen uns, unbemerkt Erinnerungen zu speichern. Aus meinen Träumen entstehen Ideen und diese Ideen versuche ich dann umzusetzen. So sollte man sich auch von Träumen überraschen lassen und die einfach als Begleiter auch zu sehen. So wie Mendeleev das Periodensystem der Elemente angeblich einem Traum zu verdanken habe, so sind auch die Entdeckung des Insulins und Wagners Vorspiel zum Rheingold von Träumen inspiriert. Unsere Träume können bei uns kreative Höchstleistungen auslösen. Begleitet hat auch die Kunst die Traumforschung. Die Richtung des Surrealismus nahm sich psychoanalytische Theorien, Träume und das Unterbewusstsein zum Gegenstand ihrer Werke. Das ist ja so eine Sache, die mit Freud sozusagen ins Leben gekommen ist. Also Freud hat ja angefangen, sich mit Träumen zu beschäftigen und Freud ist ja sozusagen derjenige, der das mit dem Unterbewussten so auch in seine Theorie aufgebracht hat. Ich glaube schon, dass es so ist, dass es in Träumen, so erlebe ich das jedenfalls immer auch in meinen Therapiesitzungen mit Menschen und auch kennt man ja selber von sich auch, also dass man manche Dinge träumt oder dass Menschen Dinge träumen, die sie so für sich erstmal in der Realität irgendwie nicht hätten. So, und dass da manchmal Wünsche kommen, manchmal kommen auch irgendwelche Sachen, die einem versperrt sind. Einer ihrer bekanntesten Vertreter war Salvador Dali. Ich halte Dali für einen Ausnahmekünstler, der in seiner eigenen Welt, wie ich vorhin schon sagte, auch lebt und der lebt seine Kunst. Das ist nicht bei jedem Künstler gleich. Das ist ein echter Künstler, der auch sein ganzes Leben geprägt hat von seiner Kunst, so könnte man sagen. Vielleicht hat Goethe ja dann recht, wenn er sagt, ich fand die Träume bedeutend, die der Morgen uns ums Haupt bewegt.